Jo, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Und an alle Wing Center Zuschauer auch wieder einen schönen Gruß. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter hier. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Hell's Archer Squadron, this is Colonel Walker. Your squadron's on standby alert. And as you know, your birds are prepped and ready to go. The Jimboey has finally been able to make contact with the TCS Kinney. She's been ambushed by three Kilrathi carriers, each throwing their full complement of fighters and bombers into the mix. Even though we've taken out an asteroid base and a heavy carrier, this system is apparently still a hotbed of cat activity. The Kinney is one of our few fleet carriers left on the front. If she goes down, so does a significant percentage of our power projection in this part of the sector. She's already lost more than two squadrons of fighters and the destroyer Algeria. I'm deploying the entire Hell's Archer squadron, even the spares, immediately. The Olympia's Black Sheep has sent over Captain Anderson and Lieutenant Kay, and one additional arrow to fill up the ranks. I'll be leading the mission. All remaining squadrons will prepare for a Magnum launch. Our objective is simple. Save the Kinney at all cost. Okay. Kenny unter allen Umständen retten. Ja, dann. Arrow fliegen wieder. Mein Mauspad wegschieben und der Joystick richtig steht. So. So können wir arbeiten, denke ich. Jo, dann ab geht die Post hier. Riesenstaffel da. Ob wir das rechtzeitig schaffen. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Tja, erstmal dahin fliegen, ja. Assassin, Ninja, you recognize that voice? Jesus, that's Viking from the Wellington. What's he doing here? Probably asking the same about us. Hey, this is Colonel Walker from the Hermes. What's your sit rep? Ja, die fliegen auch noch hin. Ist ja praktisch, beim Glide kann man sich ja so umschauen. Das dauert aber, bis wir da ankommen, wa? Krass. Control. The TCS Bruin James has been destroyed!
damn fighter port. Airboss says we're getting the last fighter off deck now. They're on their way. Estimating 30 minutes on target. Der geht mächtig die Post ab. Aber nicht zu unseren Gunsten. Starke Munis fällt sie auseinander. Ich fürchte, das geht in die Hose hier. Aber wahrscheinlich storytechnisch ganz normal. Schauen wir mal. Bis man da endlich mal ankommt. Jetzt kommen wir so langsam mal hier, weil das immer noch dauern wird. Ja, wir machen jetzt da hinfliegen, konnte ich ja nun nicht, oder? Oh mein Gott, McKinney! You monsters! Keine Gefangenen. Ja, okay. Machen wir auch nicht. Machen wir sie fertig hier. Boom. Geben sich auf der Flucht oder was soll das? Ich will doch mal annehmen, dass die Story so verläuft, dass ich hier nichts verkehrt mache.
Wellington for long. What's their ETA, Lieutenant? 5 minutes, tops. Hermes Fighters, this is the TCS Battle Axe. We're starting a sweep to retrieve all life pods. Give us cover. Wing, your objectives have changed. Protect frigate and personnel shuttles. Where the hell is our support? Überlebenden beschützen, okay. So, jetzt geht's ab hier. Rakete los. Na komm. Alles weg. Ich habe 4 Abschüsse, ja. Irgendwie ja nicht so gut, ne? Ein bisschen Problem hier. Autopilot-Verbindung herstellen mit der Battle Axe vermutlich, ne? Oder? Ja. Ja, dann ab dafür hier. Lief ja nicht so schön. Aber wenn die Story so ist, na gut, dann ist sie so. Die sind, glaube ich, näher dran hier. Schöne Rakete verschwendet, warum denn noch nicht?
manchmal fliegt sich das ein bisschen merkwürdig und heute ist gerade so ein Tag irgendwie. Krieg keine Abschüsse rein hier. Aber na gut, solange wie die Story weiter spielbar ist, ist das auch in Ordnung. Ich will auch hoffen, dass das nicht an mir lag. Dann noch was neu. Wieder mit Skipper. Warum will mir das nicht schmecken? So ganz und gar nicht. Mir meine Raketen aufheben sollen oder wie sehe ich das hier? Verschwinde, Boss. Das ist wieder sowas, was ich nicht so drauf habe. Ja, das lief jetzt aber kacke. Das ist jetzt aber kacke gelaufen. War ich dafür jetzt zu schlecht oder? Natürlich die Frage der Fragen, ne? Storytechnisch. Muss das so laufen? Oder darf es nicht so laufen? Keine Ahnung. There's not much we could have done for the Guinea boys. I hope that brings you more solace than it brings me. But we could have done something about the battle axe. I can't blame you for failure when there was no other choice. But failure when we had a fighting chance is unacceptable. With the loss of the battle axe,
We've also lost the recon data from the Kinney, which would have told us the location and movement of the Kilrathi fleets in this system. That information would have allowed us to find a way to escape. Without it, we're certain to be ambushed. We don't have a prayer alone against the combined Kilrathi forces in this system. Without that intel, we are as lost as the Kinney. Ich würde sagen, ich versuche das nochmal, aber das mache ich in einem anderen Video, in dem nächsten dann. Jo, herzlich willkommen zurück und ja. Ich probiere das hier nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass das machbar ist. Ich habe einfach noch viel gerade zu schlecht war. Schauen wir mal. Und Flug verkürzen als J vor der Aktivierung. Und Flug wird verkürzt. Achso, die Geschichte. Das ist natürlich praktisch. Jetzt muss ich da nicht mehr so ellenlang hinfliegen. Scheint jedenfalls so. Ja, oder doch? Na, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Bin immer gespannt, ob ich das besser schaffen kann. Das ist offensichtlich, dass man das nicht verhindern kann. Aber das andere Schiff, das können wir mit Sicherheit retten. Ja, schwer, was los, ja? Werden hier ausgelöscht am laufenden Band. Eigentlich kaum eine Chance, irgendwas auch mal wegzuhauen. Oh, sind alle weg. Hesitant for long. What's their ETA, Lieutenant? 5 minutes, tops.
die. Cut the channel, Lieutenant. We're all on edge here and figuring out Meinung. Ich hätte mir das mit der B-Taste irgendwo auch noch sonst wohin gelegt auf dem Joystick. Zielen. Wo ist denn die B-Taste? Da. Nächster feindlicher Bomber, Torpedo. Gucken, eigentlich dort. So, schauen wir mal, ob wir das so besser hinkriegen hier. Schauen wir, ich gehe mal auf die Trails hier drauf. Versuche es jedenfalls. So, soweit so gut hier. Colonel Walker, this is Farm Lord Leader. We are 5 minutes out from your position. You missed the party, Major. Colonel, there are several cruisers and a scout frigate out of our visual range heading our way. No doubt they're keeping tabs on us. The rest of their fleet are behind them. In other words, time to get the hell out of Dodge. Major, I want your squadron and all those cap ships back. Vielleicht muss ich mir die Steuerung einfach nochmal komplett anders auch konfigurieren, dass ich besser fliegen kann. Ich weiß es nicht irgendwie gerade. Aufgrund von zu vielen Pausen vielleicht zwischendurch. Ich warte ja nur darauf, dass diese Skipper-Dinger kommen, dass ich die loswerde. Ich glaube, ich habe bis hierhin jetzt gerade sogar weniger Abschüsse wie zuvor. Aber alles im grünen Bereich hier.
muss ein Skipper sein. Ah. Gucken, ob ich die gleich reinkriege. Ja. Scheiße. Ich kriege ihn doch nie im Leben. Dann ist er weg. Da habe ich einfach tatsächlich keine Chance. Entweder ist mein Skill einfach zu schlecht. Keine Chance. Also entweder ist mein Skill dafür wieder zu schlecht, was diese Raketen-Abschießgeschichten abgeht hier angeht. Oder aber das ist halt einfach auch so gedacht. Niederlagen in der Story. Keine Ahnung, Leute. Tja, gut. Dann ist das halt so, dann nehme ich das so hin. There's not much we could have done for the Kenny boys. I hope that brings you more solace than it brings me. But we could have done something about the battle axe. I can't blame you for failure when there was no other choice. But failure when we had a fighting chance. Das muss klappen. Ja, das ist ja klasse. With the loss of the battle axe, ja, gut. Dann kommt das aber in der nächsten Folge, kommt halt erstmal so eine, ja, Verkacknummer hier. Ist das halt so. Ist mein Skill zu schlecht. Bis dann, wenn es wieder heißt wie ein Commander Saga.